Ach, feinstes Wetter. Sonnenschein und 30 Grad. Viel zu heiß. Servus Leute und herzlich willkommen zum Sommerhaus der Stars 2022. Wann die Staffel startet, das weiß ich noch nicht genau, aber wir können uns schon mal die Kandidaten anschauen, die dieses Jahr ins Sommerhaus einziehen werden. Ich hoffe, es wird keine Psycho-Staffel so wie letztes Jahr. Aber natürlich hoffe ich auch, dass die Staffel spannend sein wird. Also das Beste aus beiden Welten wäre natürlich optimal. Wir gehen mal auf Instagram und gucken uns an, wer mitmacht. Jetzt ist WLAN hier. Das erste Pärchen sind Kader Loth und Ismet Atli. Ziehen ins Sommerhaus ein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, sie war doch letztes Jahr bei Kampf der Reality Stars, wenn ich mich nicht täusche. Kader Loth und Ismet Atli sind seit 13 Jahren ein Paar. Sie lernten sich in einem Berliner Szeneclub kennen. Für Kader war es erst nur Freundschaft, doch der Juwelier kämpfte um sie mit Erfolg. Hoffentlich werden sie auch mit Erfolg um die 50.000 Euro kämpfen. Denn die Spiele beim Sommerhaus, die sind schon immer ziemlich cool. Und Kader hat eine klare Meinung gegenüber möglichen Mitbewohnerinnen. Wir sind nicht prollig unterwegs, das überlassen wir den Influencern. Okay, dann schauen wir mal, ob das nächste Pärchen ein Influencer-Pärchen ist. Mario Basler und Doris Bühlt. Habe ich noch nie gehört, nie gesehen. Eigentlich bin ich ein Super-TV. Hat er auf seinem Shirt stehen. Okay, Mario und Doris kennen sich seit 14 Jahren. Trotz zwischenzeitlicher Trennung fanden sie wieder zusammen. Also sind sie anscheinend auch nicht verheiratet, wenn sie sich nur seit 14 Jahren kennen und nicht verheiratet sind. Die beiden können offensichtlich nicht ohne einander. Außer im Schlafzimmer, denn geschlafen wird wegen Marios Schnarchen getrennt. Uiuiui, ich weiß nicht, ob es im Sommerhaus so viele Schlafzimmer gibt. Das wird vielleicht ein bisschen kritisch. Im Sommerhaus wollen sie auf allen Ebenen ein Team bilden. Das ist sehr gut und darum geht es im Sommerhaus, einfach als Pärchen gut durchzustarten. Die nächsten beiden sind Patrick Roma und Antonia Hemmer zieht sie ins Sommerhaus ein. Kennen wir als den Stecher vom Bauer sucht Frau, der ihr, glaube ich, schon in der ersten Folge an den Arsch gegrapscht hat. Ich hätte für euch, hätte ich eine Leiter. Das ist nicht ganz selbstlos von Patrick. Ja, ich glaube, er hat die Ansicht genossen. Das sieht man auf jeden Fall an seinem Blick. Hypnotisiert ist er. Ja. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Die zwei waren bei der Couple Challenge und sie lernten sich, wie da steht, bei Bauer sucht Frau kennen. Für den Rinderzüchter bewarben sich mehr als 10.000 Frauen. Ah, was ich nicht ganz so glaube, aber gut. Mit dieser Anzahl sprengte er alle Rekorde und wurde deswegen sogar als Landbachelor bezeichnet. Die beiden wollen im Sommerhaus zeigen, dass sie trotz Fernbeziehung eine Einheit sind. Okay, ich habe nicht gewusst, dass sie eine Fernbeziehung sind. Auf jeden Fall waren sie ja gerade in der Couple Challenge, haben dort dann den dritten, vierten Platz belegt, auf jeden Fall nicht gewonnen. Vielleicht können sie hier ein bisschen mehr Kohle absacken. Einsacken, nicht absacken. Die nächsten sind Cosimo Citiolio und Natalie Gauss. Es soll jetzt nichts Schlechtes bedeuten, aber ich finde, das könnte seine Tochter sein. Naja, Cosimo war auch bei Kampf der Reality Stars mit dieser einen Kadettfrau. Paradiesvogel Cosimo und Kosmetikerin Natalie lernten sich 2019 in einer Disco kennen. Wo denn sonst bei jungen Leuten? Wohl ist er so jung? Ist er nicht schon um die 50? Durch Cosimos skurrile Auftritte wurde er zum DSDLs Kultkandidaten. Genau, er ist ja Sänger. Auch wenn es dort nie zum Sieg reichte, für Natalie ist Cosimo die Nummer 1. Das ist wichtig, das ist gut. Im Sommerhaus geht es den beiden vor allem um den Spaß. Denn ohne Spaß kein Fun. Da haben sie recht, das ist wichtig. Die nächsten beiden sind Steffen und Katharina Dürr. Die sind anscheinend verheiratet, weil sie denselben Nachnamen haben, wenn ich das richtig verstehe. Die zwei habe ich auch noch nie irgendwo gesehen oder den Namen gehört. Ich weiß nicht, wer sie sind. Aber sie sind seit über 20 Jahren ein Paar. Sie schaut doch aus, als wäre sie erst 25 Jahre alt. Okay, sie lernten sich in einer Disco kennen, als Teenie Katharina den ehemaligen Unter-uns-Schauspieler mutig ansprach. Unter uns, ich weiß gar nicht, gibt es diese Sendung noch? Ich habe sie nie gesehen, ich weiß nicht, worum es geht. Auf jeden Fall weiß ich, dass dort extrem schlechte Schauspieler mitmachen. Seit der Geburt seiner Töchter ist Steffen noch vereinzelt in Serien zu sehen. Also er hat Töchter, sie hat keine Töchter, also ist das wohl seine zweite Partnerin. Im Sommerhaus wollen die beiden zu 100% als Team arbeiten, auch bei Katharinas Höhenangst. Höhenangst muss man beim Sommerhaus auf jeden Fall überwinden, denn viele Spiele sind auf diesen Plattformen in der Höhe. Vorvorletzten beiden sind Erik Sindermann und Katharina Hambüchen. Ist es die Schwester von dem kleinen Patrick Hambüchen oder wie er heißt? Der Typ war auf jeden Fall bei Ex on the Beach, hat sich dort natürlich fraglich verhalten, wie alle Kandidaten bei Ex on the Beach. Sie sind seit Dezember 2021 ein Paar, also seit 6 Monaten. Dabei stand Katharina anfangs so gar nicht auf Eriks Macho-Sprüche. Ja, da muss sie wohl mit klarkommen mit seinen Sprüchen. Die sind etwas speziell manchmal. Doch für sie legte sich der Profi-Handballer, Musiker, Designer und Entertainer ordentlich ins Zeug. Seine neue Devise heißt Zuhören. Ob sie es damit auch im Sommerhaus weiterbringen? Ja, hoffentlich, denn Zuhören ist sehr wichtig im Sommerhaus.
Das haben wir die letzten Jahre schon erkannt. Marcel Dehne und Lisa Weinberger sind die nächsten beiden. Ah, ich weiß nicht, war der Typ nicht bei der Couple Challenge mit einer Blondine damals? Oder vielleicht ist es auch dieselbe Frau, ich weiß, die, keine Ahnung. Könnte auch dieselbe Frau sein. Das Influencer-Paar Marcel und Lisa aus Österreich, die sind aus Österreich? Sicher aus Tirol, die kommen fix aus Tirol. Wohnt seit Tag 1 zusammen, wohnen seit Tag 1 zusammen wahrscheinlich und steht auch gemeinsam für alle Social-Media-Plattformen vor der Kamera. Okay, dann war, ist das die Frau, die bei der Couple-Challenge war? Die haben sich dort damals getrennt, oder? Jetzt tauschen sie das Glamour-Leben gegen das Sommerhaus. In einer Sache bleibt sich Marcel allerdings treu. Ich bin ein Entertainer in allem, was ich mache. Ich weiß, er hat extrem laut rumgeschrien damals. Ich glaube, er war so extrem viel zu viel. Er war anstrengend, aber gut. Es wird auf jeden Fall irgendwie lustig werden, hoffentlich. Und die letzten zwei, die hier mit reinziehen ins Haus, sind Sascha und Yvonne Mölders. Puh, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Vielleicht haben sie so eine Doku-Soap wie ich weiß nicht, diese eine Familie mit diesen vielen Kindern. Die wollen es, genau. Sie wohnen seit 14 Jahren zusammen. Nein, sind verheiratet seit 14 Jahren. Haben 4 Kinder, davon 2 gemeinsame und 2, ja, keine Ahnung woher. Für den ältesten Torschützenkönig der dritten Liga war es immer wichtig, dass seine Frau auch fußballbegeistert ist. Mit Yvonne hat er diese Frau gefunden. Okay, also er ist der Star und sie ist Spielerfrau. Im Sommerhaus wollen sie richtig Vollgas geben, ganz unter dem Motto, ohne Fleiß kein Preis. So ist es und hier oben ist noch ein kleines Video. So Leute, wir sind richtig heiß drauf, einfach weil es muss langsam losgehen, weil... Wir kochen vor Energie. Ich habe das Sprichwort noch nie gehört, aber das ist gut. Die zwei schauen auf jeden Fall schon sehr motiviert aus. So Freunde, zieht euch warm an. Hier kommen die Bauern und jeder, der Bauern kennt, der weiß, wir sind stark. Wir sind ein gutes Team und zieht euch warm an. Okay, ein starkes Team, die zwei Bauern. Also er ist Bauer, sie wahrscheinlich nicht. Aber ja, bei der Couple Challenge, ich glaube, da hat er mehr Gas gegeben und er... sie auf jeden Fall motiviert, auch mitzumachen. Pass auf, wir sind, wie wir sind und das... macht uns unschlagbar. Okay, sie sind, wie sie sind. Das ist gut, wenn man so ist, wie man ist. Alle Paare da draußen, ich weiß nicht, ob ihr gerne scharf esst, ja? Falls nicht, dann habt ihr ein Problem, weil wir sind nämlich super spicy. Okay, aber gut, dass wir diese Sendung nicht essen werden, so zum Glück. Und wir werden euch besiegen. Okay, der nächste ist der Cosimo. Gefasst auf 2 Kandidaten, wo man eigentlich keine schwachen Nerven haben soll, oder Schatzi? Ja, auf 2 Kandidaten. Diese 2 Kandidaten starten jetzt ins Sommerhaus. Yeah, check this up. Wir sind dabei. Okay, mit ihm wird es auf jeden Fall lustig sein. Also er ist so, er plappert viel, er labert viel. Es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Wir sind sehr, sehr ehrgeizig. Wir wollen jedes Spiel möglichst gewinnen. Ich freue mich, wenn da andere sind, die vielleicht sogar besser sind. Okay, also die Freude bei den beiden ist auf jeden Fall überschaubar. Die freuen sich irgendwie gar nicht, dass sie dabei sind. Das werden so die ganz entspannten, ruhigen Kandidaten sein. Wenn wir antreten, dann wollen wir natürlich auch gewinnen. Und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Mhm, hoffentlich eine große Gage, die ausgehandelt wurde. Und hoffentlich auch noch die 50.000 Euro Prämie. Wir sind das unbekannteste Promi-Paar, was dieses Jahr bei Sommerhaus der Stars ist. Wir sind die Underdogs. Wir werden wahrscheinlich nicht so bekannt sein wie die anderen. Naja, ich glaube, das gibt diese zwei Pärchen. Dieses eine Fußballpärchen und der eine andere Typ von unter uns. Ich glaube, die sind weniger bekannt in der Trash-Welt vor allem. Aber das ist komplett egal. Wir geben 120% bis zum Ende. Und ja, hoffen, so lange wie möglich im Haus drin zu sein. Wir freuen uns, dass wir beim Sommerhaus der Stars dabei sein können und hoffen, dass wir lange dabei sind. Ja, wenn das mal kein schönes Schlusswort war. Wann die Staffel startet, ich weiß es noch nicht ganz genau, steht nirgends, aber ich schätze mal in den nächsten 2-3 Wochen, so wie immer, wenn das Ganze angekündigt wird. Wenn ihr die Staffel nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal hier oben abonnieren, um jede Folge nicht zu verpassen. Hier oben werde ich schon Temptation Island, hier unten die Couple Challenge verlinken. Das sind jetzt auch 2 spannende Formate, die laufen. Und ja, da sehen wir uns demnächst. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ich bin gespannt.